jetzt meine Straßenreifen, habe ich ja im Moment den Federal hinten und den Yokohama vorne, hatte ich dir ja gesagt. Ne? Ja. Im Nassen überhaupt kein Thema, im normalen Straßenverkehr, ja. Aber hier auf der Rundstrecke, im Trocknen, selbst mit abgeschwächtem ESP, fängt das sofort an zu regeln. Das heißt, ich fahre hier eine Runde über die Strecke und habe heiße Felgen, ja, weil da überall noch Bremsen ist. Und so war das wahrscheinlich, so habe ich mir die Belege ruiniert, ja. Da müssen wir gleich mal nachgucken, Ralf, ja? Ja, der macht. Wird schon wie vorne links, ne? Dann fahren wir mal eine Runde mit wenig Bremsen. Jetzt nicht mehr? Ne? Nö, nicht so extrem. Ne? Also ich kenn's von meinem Vierer, ja. der steht ja auch quer, wenn du hier drüber fährst. Weil da kannst du die ESP auch ganz rausmachen. Ne? Ja, mit Flugplatz bin ich mir immer noch nicht ganz sicher mit dem Fahren. Aber was ich jetzt auf jeden Fall wesentlich besser raus habe, ist Franzgarten 1 und 2. Ja, Franzgarten 1, nach der Doppelrechts, dass er oben über die Kuppe nicht versetzt, ja. Hier ist es immer scheiße, ja. Hier im zweiten Teil hat er ein bisschen mehr Grip, dann geht's wieder. Der Friedhelm ist im Ausgang 15 Euro auch nicht über den Körper gefahren, aber ganz dicht dran. Ja, das mache ich auch immer. Geht auch super gut, ja. Muss ich gleich mal gucken, wie ich den fahre. Genau. Und Arenberg, nicht Arenberg, Kallenhardt. Jetzt weiß ich auch endlich, wo der Scheidepunkt ist. Ja, nachdem die Pylone da aufgestellt haben, habe ich auch unten die Markierung auf der Straße mal gesehen. Die ist ja mega spät. Ja. Magst du da mit dem Heck lenkt? Ja. Das finde ich total geil. Ja, ja. Das finde ich total geil. Jetzt, wo ich mich daran gewöhnt habe, ich musste mich am Anfang da wirklich sehr dran gewöhnen, ne? Ja, gut, das kannst du dir beim 6er auch einstellen. Ne? Du musst die Spur hinten ändern. Das kannst du ja so einstellen, dass es schon so schlimm wird. So, und hier. Dicht dran, weißt du, ja, auch im Nassen, das geht ja richtig schnell auch im Nassen. Ne? Ups. Das war jetzt Fahrwerk. Ja, ja, so springen meine da nicht. Ja, wenn meine da so springt, dann bin ich schon kurz vorm Abflug mit dem Semis. Das ist halt, der bewegt sich jedes Mal beim Anbremsen, fängt das Auto sich an zu bewegen. Ja. Ich nach wie vor noch spitz drüber. Ich meine, das wäre immer noch besser. Ich komme so ein bisschen besser mit zurecht. Und hier, der Friedhelm fährt ja hier 2 Meter von weiter innen an. Da wird es ja richtig reingezogen. Genau, ja. Hier, ja, jetzt ja, gerade? Genau. Ja, genau, so fahre ich auch immer da. Jetzt hier wirklich erst, ja, genau, an den Punkt einlenken und der extrem spät. Hier ist ja jetzt hier dieses Schild. Ja, genau. Und kurz vor dem Schild, hier ist der Punkt erst. Ne? Hast du jetzt gemerkt, wie der gerutscht ist? Ja, ja. Hier auch immer ganz nah ran. Ja, das ist auch nach wie vor eine scheiß Stelle. Ja. Aber hier kommt er auch schön quer, gell? Ja. Ja. Und hier bist du? Ja, hier war ich zu weit innen. Ja. Bin hier jetzt draufgekommen. Hier. Ja. Ich würde mal tippen, das war mit dem Heck relativ nah an der Panke. Okay. Aber das war's. Ja, gut. Und dann muss ich hier auch tatsächlich einmal bremsen vorm Einlenken. Ja.
Ja, das muss ich auch. Ja, aber wenn ich auf dem Stück kam mir der M3 eben richtig nah. Ja, der muss einen 30 Stundenkilometer Geschwindigkeitsüberschuss gehabt haben. Wenn es reicht, ja. Oh, hier habe ich mich beim Training noch nicht fast verbremst. Oh, dann schiere ich dich auf den. Da habe ich gedacht, du musst jetzt lenken, sonst reicht es nicht mehr. Ja. Ja, ich habe voll auf der Bremse gestanden, voll im ABS und habe dann. Vor der Mauer wäre ich nicht mehr zum Stehen gekommen. Aber da wollte ich was ausprobieren. Das heißt, wenn ich voll Stoff ankomme, muss ich ungefähr 5 Meter vor dem linken Curb anfangen zu bremsen. Ja. Ich wollte mal gucken, ob es geht bis zum Curb. Und da war natürlich, die 5 Meter haben mir hinten gefehlt, ja. Überhaupt nicht ein, ne? Ja, hier fehlt schon der Grip, ja, merkst du, er kommt ja gar nicht mehr rein. Fürchterlich, fürchterlich. Ja, ja, nee, gut, wir bauen aber auch die Reifen ab, ja. Ja, also, wie gesagt, PSS, für mich gestorben, kommt nicht mehr drauf. Ich habe das ja selbst bei meiner roten Möhre, gut, der ist jetzt nicht leicht, ja, aber ist ja auch nicht sonderlich schnell. Und da habe ich den Yokohama vorne drauf, diesen AD05, der ja eigentlich auch so als Reifen ganz gute Kritik kriegt. Evo hatte ich erst vorne drauf, den S1, dann habe ich gewechselt. Wesentlich besser der Yokohama vorne drauf, ja. Aber du meinst den 105? 105, genau, 105, der ist ja nicht so. Aber selbst mit dem Auto, nach 3 Runden, spätestens in der 4. Runde, ist das ESP nur noch am Regel, ja. Weil der unheimlich am Rutschen ist, ja. Also der Reifen, der baut selbst bei dem Auto an. Das ist halt das Schöne bei den Semis, ja, mit denen kannst du 10 Runden fahren, 20 Runden fahren. Ja. Da passiert nichts. Ne? Und der Tilo, der neben dran steht, das Auto stand ja schon, der hat den scheinbar stehen lassen über Nacht. Der hat ja den Pirelli drauf, den Trofeo. Das ist echt eine Waffe, das Ding, ja. Diese Trofeo, ja. Wer jetzt bitte? Warte mal, wenn du hier vor der Kuppe lupst und über die Kuppe mit Gas, dann merkst du nichts. Genau. Und hier musst du noch später einlenken, erst hier. Genau. Dann musst du aber wieder links zurücklenken. Weil das hier jetzt, das ja, fühlt sich zwar scheiße an, aber das ist total sicher, ne? Ja, ja. In der mit dem Megane, meine ich. Ach so. Der steht der Tilo Pauling. Genau. Der hat ja den Pirelli Trofeo R drauf. Mit dem bin ich ja neulich mal mitgefahren. Und ich bin echt überrascht, wie es das Auto geht und was der Reifen für eine Haftung hat. Das ist nochmal, zwar eine Kategorie schlechter als der Direzza, aber der ist besser als der Condi. Ja. Also ist der Vorkontakt? Ja, ja, auf jeden Fall. Vielleicht hält der auch länger. Ja, er sagt, er hatte vorher den Michelin Cup drauf und der war immer nach ein paar Runden runter. Der Direzza, da hatte sich 4 oder 5 Reifenschäden eingefahren und dann musste er immer mit wechseln, das war ihm zu viel Aufwand. Jetzt hat er seit diesem Jahr den drauf, der ist total begeistert.